die das Basis-Pokémon ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht die Weiterentwicklung. Die heißt nämlich Hariyama. Gucken wir das auch mal sehen irgendwann. Tatsächlich. Er hat noch ein Hariyama hinterher. Das ist jetzt Ausdauer ein. Ja gut. Du kannst damit meine Attacke überstehen, aber... Gut, die hätte sie jetzt nicht überstanden. Durch den Hagelalarm hätte sie die wahrscheinlich hier nicht überstanden. So, aber wir müssen auch weg. Zwei Eis vom Eishieb ist reicher für das Viech. Können tut das Viech nicht viel. So, da unten ist noch eine Trainerin. Hat dich nicht zurück. Gib alles. Okay. Machen wir doch glatt. Ja, dauert, bis wir den Vulkan erkunden, dauert das doch einen kleinen Moment. Oh, ein Amidiffel. Amidiffel hat man tatsächlich auch schon gesehen, im Weg auf zwar auf der Route 216 Richtung Blitzach. Da haben wir da gab es auf jeden Fall eine Trainerin, eine Astrainerin mit dem Amidiffel. Oh, du hast es überlebt. Okay. Staffette. Ja, du wechselst, ne? Ach, du Missvieh. Galopper. Na gut, okay. Ja, so doof ist es gar nicht, der Wechsel. So doof ist der Wechsel gar nicht. Deswegen muss ich nämlich ebenfalls wechseln. So. Du willst wahrscheinlich. Na gut, war mir klar, dass du in der Feuerattacke kommst. Das war mir schon klar, dass du mit der Feuerattacke kommst. Mache es jetzt ganz anders. Ich setze natürlich jetzt erstmal Tarnsteine ein und wenn das Amidiffel wieder zurückkommt, dann ist das nämlich schon mal Geschichte. Mehr oder weniger. Manchmal muss man defensiv denken, brauche ich mich nicht schmutzig zu machen, wenn das Viech jetzt gleich zurückkommt. Also ein Pokémon von dir ist ja sowieso noch mitgeschieden, also da braucht man nur noch das letzte. Sabidiffel kann man mehr oder weniger jetzt rausnehmen aus dem Gedächtnis, das brauchen wir nicht. Galopper Level 69. Jetzt sag mir nicht bloß, es kommt wieder ein Sandsturm. Chanera. Ableitieb. Gut, damit haben wir den Kampf auch gewonnen. Wie gesagt, das Amidiffel wird jetzt fallen durch die Tarnsteine. Level 69 für Meditalis. Brauche ich nicht wechseln. Das Viech geht jetzt hier baden. Und tschüss. So kann man es auch machen. So kann man den Kampf effektiv beenden. Und ich brauche mich nicht mal schmutzig machen. So. Ja. So, sehr gut gemacht, jedenfalls.
hätte noch nie gedacht, dass Rameiter mittlerweile das stärkste Pokémon ist vom Level her. Gut, die anderen werden jetzt auch halt irgendwo auf Level 70 steigern. Also Polion noch nicht als letztes. Wie gesagt, Polion ist mein Starter. Ich wundere mich, dass es vom Level her noch nicht so hoch ist. So, ist hier unten noch irgendwas, was ich wissen muss? Erstmal Linie und Hyperball, der versteckt ist. Oh, Doppeltrap. Die Harmonie zwischen Menschen, Pokémon und Natur muss bewahrt werden. Macht sich das ständige Herumrennen ist ja nicht müde? Nö. Urban und Krista, zwei Ranger. Wobei und Knackleon. Trifft sich sogar perfekt mit dem Typ. Weil Owei ist vom Typ Pflanze. Pflanze Psycho sogar, glaube ich. Und und Knackleon ist vom Typ Boden. Entwickelt sich später aber zu Vibrava und. Halt, macht's andersrum. Oder machen wir. Nee, wir machen es doch rum. So, sowas ist doch richtig. Ice Heap auf Knackleon. Ach, mein Gott, ist das schwer. Sowas sage ich. Warte mal. Ach nein, ich habe ja nicht mehr. Nee, dann müssen wir es doch so rumspielen. Okay, alles gut. Ich war jetzt ein bisschen hin und her, aber. Aber das ist egal. So, das Ober geht schon mal. Ist schon mal weg. Wickelt sich dann zu Vibrava zu einem Drachen-Pokémon, Drachenboten. Und dann am Ende zu Libeldra. Also falls ihr noch ein gutes Drachen-Pokémon sucht, fangt euch mit Knackleon an. Trainiert das so hoch, es lohnt sich jedenfalls. Das Viech ist nämlich unnormal schnell. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe so ein Pokémon Schwarz und Weiß gespielt. Oh, Osaring. Und wo wir gerade bei Vibrava sind. Jetzt hast du hoffentlich noch einen Libeldra am Ende. Den hast du nicht. Ja, ich glaube, wir könnten Libeldra noch mal sehen. Meine Attacke da geht daneben, okay. Oha. Okay, okay. Das Osaring sollte man definitiv nicht unterschätzen. Das Vibrava, das ist relativ easy weggekriegt, aber das Osaring müssen wir noch mal aus dem Rennen nehmen. Gerade jetzt mit dem Fuchtler. Du hast jetzt aber auch kein weiteres mehr. Umso schwerer das Pokémon, umso stärker. Doch, dann machen wir es so. Dann gehe ich auf Strauchler. Das ist unser Ring schon mal getroffen und der Strauchler müsste es eigentlich mitnehmen. Tschüss, großes Teddybärchen. Level 67 für Rex Blizzard. Das ist total in Ordnung. Du bist überhaupt nicht müde. Wir sehen die teilweise immer noch aus wie Mädels, ey. Auch mit kurzen Haaren, ja. Gibt auch gut Mädels mit Frauen mit kurzen Haaren. So, dann gucken wir mal hier unten weiter. Haben wir noch irgendwas, was ich jetzt hier lang, was ich hier wissen muss? Ich guck mal gerade, ich muss mein Fahrrad ja mal hochnehmen. Da war noch ein Item. Warte mal. So, zur Trümmer einsetzen. So, ein Item. Und ein Drachenträger. Okay. Drachen-Pokémon sind heilige Geschöpfe. Das hat mir mein Meister beigebracht. Und jetzt beweise ich es dir. Garados, ja.
Ja, wie gesagt, auch wenn Garados gerne als Drache abgestempelt wird, es ist vom Typ Wasserflug. Das ist kein Drachen-Pokémon. Du hast nur ein einziges. Regentanz. Ja gut, du versteckst das Wasserattacken, ne? Du nimmst jetzt quasi mal den Hagelalarm raus. Das wäre mir auch herzlich egal. Nein, du bist trotzdem weg. Du meinst, wenn ihr Hagelalarm habt, oder also beziehungsweise den Hagelsturm drin habt, trifft Blizzard immer zu 100%. Das habe ich damals bei Pokémon Hard Gold Soul Silver gehabt gegen Trainer Rot. Der hat ja mit Lapras und Turtok zwei Pokémon im Team, die Blizzard eben konnten, und die haben immer zu 100% getroffen. Und da ich meistens mit Dragoran durchgezogen habe, hat das extrem wehgetan. Also, sie braucht ein relativ starkes Dragoran, und dann habt ihr das, habt ihr damit kein Problem, könnt ihr den auch besiegen. Oh, aber die Frage ist, komme ich da oben lang? Ja. Ne, Wechselhülle. Also noch. Ah, die hat zwei, die habe ich schon. Hm? Oder? Ja. Gut. Hier sind wir schon mal lang gegangen. Aber da hinten war noch irgendwo was. Ist der Linie dort? Okay, da würde ich jetzt erwarten, dass da drin ein Item ist. Da ist noch ein Trainer. Hast du dir aber den Level und den Angriffswert deiner Pokémon Gedanken? Ja, auch, natürlich, klar. Aber da ich kein PvP spiele, ist es eh wurscht. So, ein Toron. Da ist noch ein Ast-Trainer. Den habe ich jetzt tatsächlich einfach mal übersehen. Ist heute mal eine etwas kürzere Folge nur. Wenn wir in der nächsten Folge dann Richtung Vulkan gehen. Ich denke mal, den machen wir dann auch erst. Ja, ich kann das einfach schon in der nächsten Folge angehen. Muss mal gucken halt, wie ich Bock drauf habe. Sandama. Man kann sagen, es ist aber nicht das Alola Sandama, das ist nämlich das normale Kanto Sandama. Oh, fast. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir es relativ gut down kriegen. Reicht das? Reicht das? Nein, reicht das nicht. So, dann Strauchler. Und dann ist das dann da aber auch Geschichte. Ich fände das aber auch relativ cool. Muss ich sagen. Empoleon, Level 69. Das ist ein Name, das ist ein gutes, schnelles Boden-Pokémon, muss ich sagen. Und. Ja, kann man trainieren jedenfalls. So, gut, dann gehen wir kurz da runter, weil da ist irgendwo noch ein Item gewesen, was ich eben nicht gesehen habe. Und es ist eine T. Ne, es ist eine Schütze. Es ist die. Es ist nur ein scheiß Schützer. Ich dachte mir jetzt gerade, geil. Gut, dann müssen wir eigentlich alles erkundet haben hier oben. Dann geht es weiter mit der Runde des 227. Gut, da habe ich jetzt die 228 ein bisschen vorgezogen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und dann geht es weiter mit Runde 227. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Wir machen heute weiter mit der Route 227 auf dem Weg zum Vulkan. Und das erste, was wir haben, ist ein Trainer. Ich verspüre den Drang, mit dir zu kämpfen. Wärst du so gut? Jupp, mach mal.
Tauros. 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 Okay. Tauros als Fuchtler. Der Fuchtler ist gar nicht so schwach, ne? Das zieht uns immerhin 80 KP an. Reicht aber nicht, um. Er macht es jetzt anders, weil er eh angreifen wird. Und dann geht Lawine richtig ab. Kampfschiff erreicht ja auch bald Level 70 schon. So. Gut. Hier haben wir noch eine Trainerin. Ach, guck mal, da habe ich den Barry und Marino. Auf in die Natur? Wir haben den Großstadtdschungel durchstreit und sind dadurch stark geworden. Ich habe mir schon fast gedacht, dass wir irgendwann noch auf Barry treffen. Aber auf beide Rivalen. Jan heißt er ja hier im Let's Play. So, ich meine Rivalen eigentlich immer nenne, weil es immer noch mein besten Freund. So. Die Frage ist, greifst du als erstes an? Ne, du greifst, willst als erstes angreifen, aber triffst nicht. Dampfer. Aua. Jetzt hast du. Jetzt noch weiter her mit der Lawine. Aua! Hör doch mal auf mit dem Scheiß! Level 70 für Kramchef. Mundtier. Und tschüss. So. Gut. Besiegt. Du bist wirklich außergewöhnlich stark. Warum zum Hölle sind denn da oben? Warte mal, ich mach mal kurz hier das Fahrrad wieder raus. Was macht ihr zwei hier? Ha? Wenn das nicht Käfer ist, lange nicht gesehen. Du bist also so gut geworden, wie du sie trainierst, wa? Wir werden alle stärker und stärker. Dazu wird das Band zwischen uns und unserem Pokémon immer enger. Für jemand, der im Ausland geboren wurde, hat der Typ aber keinerlei Akzent. Vor uns liegt der Vulkan, den man den Kahlberg nennt. Dieser möchte gern, aber Daro ist auf dem Weg dorthin. Ich werde den Schatz des Vulkans finden, bevor er sich ihn krallt. Wenn ich das schaffe, dann klappt es auch mit der 21er Siegesserie im Duellturm. Wir haben eine 7 da bisher. Dabei zum Kahlberg, bist du noch bei Sinn? Die wird Pokémon dann ziemlich schwer zu besiegen. Weil deine Pokémon nicht gut vorbereitet sind, erlebt eine böse Überraschung. Andererseits hat so eine Herausforderung auch schon aus ihren Reiz. So oder so, sollen sich für diese Reise ordentlich vorbereiten. Ich muss mich jetzt jedenfalls auf mein nächstes Turnier konzentrieren. Also, mach's gut. Gut, und jetzt hoffe ich hier irgendwas zum Heilen. Weil irgendwann gehen mir nämlich auch die Dings aus. Warte mal, kann ich mich hier heilen? Ernsthaft, ich kann mich nicht hier legen. Oh, danke. Ach du meine Güte, deine Pokémon sind ziemlich erschöpft. Hol dich doch hier ein wenig aus, wenn du magst. Das war eine gute Idee, was? Klar, gerne. Ach du meine Güte, sind deine Pokémon im Verlauf auch so müde? Da sollte sich noch länger ausruhen, willst du nicht? Nö. Verstehe, bist du auch ganz sicher? Ich wollte mir keinerlei Umstände bereiten.
So, dann gehen wir mal hier hoch. Jetzt brauche ich doch mein Fahrrad wieder, ernsthaft. Brauche ich hier nämlich. Ach, hier ist Amonaro. Ja, ich will das nicht kämpfen. Sag mal, du gehst doch zum Karlberg. Du warst ja mal ein Schwächling. Nein, du kommst doch wirklich zurecht. Wieso frage ich das eigentlich? Also mich doch gar nicht. Egal, falls wir uns auf dem Karlberg treffen, lieben wir uns über einen Wettstreit, wer zuerst den Magmastein findet. Ich krieg den schon, keine Sorge. Aber hier oben ist noch eine Dame. Die Welt ist riesig. Ich will nur so von verschiedenen Pokémon. Welche Pokémon hast du bei dir? Zeig sie mir bitte. Was dreht der Kala? Mit einem Mauzi. Oho. Das ist jetzt ernsthaft ein Mauzi. Level 56. Okay. Ja, sehr gut. Ein Volltreffer sogar noch, um das Monster zu besiegen. Hypno. Hypno. So. Das ist so ein Job für mein gutes kleines Kramchef. Was wollte ich nur machen? Es kann keine Psychoattacken einsetzen, um mich zu ärgern. Aussetzer. Ja, Dankeschön. Ja, ich hätte ein paar Alternativen gehabt. So, mal gucken, ob du was irgendwas noch mit für mich hast. So, tschüss, Hypno. Vital ist erreicht auch bei Level 70. Das ist so Billy Cat. Jetzt nach diesem Kampf sowieso. So, falls du irgendwas für mich hast, hast du nicht. Ich dachte, falls es vielleicht angreift als erstes, hole ich mir zumindest ein paar Kapit zurück. Aber dass wir da als erstes angreifen können, dass wir so Midi-Cat mal aus dem Rennen nehmen können. Level 70. Für Militale ist und Galopp also gesagt sogar das nächste Pokémon, was dann auf Level 70 geht. Dann fehlt nur noch Imbruglia und Drecksvisar. Wow, so wundervolle Pokémon gibt es. So, du hast auf jeden Fall hier noch ein Item. Noch irgendwas hier oben. Steckt. Fläche Zink. Kann man wahrscheinlich nicht einsetzen. So, jetzt gucke ich hier unten noch nach. Ob wir noch hier irgendwo was haben, weil da rechts ist mir noch eins. Stückchen Holzkohle. Verstärkt Attacken vom Typ Feuer. Kennen wir auch aus Pokémon Hard Gold Soul Silver. Mit dem Purenta damals.